Genau, wir wollten es für die Carpenter haben, die jetzt doch von Hand befüllt werden. Aber für irgendwas anderes brauchen wir bestimmt auch noch Wasser. Das ist okay. Wenn wir die Dinger hier zappeln mit Wasser, später laufen lassen wollen, ist auch nicht so wirklich toll, ne? Ja. Egal, wir haben es jetzt, das ist das Wichtigste. Und wenn wir irgendwann genug im System haben, also der Chip droht überzufließen, ich denke mal einfach so bei 100 Buckets können wir einfach abdrehen und dann ist gut. Also, das hätten wir auch geschafft, obwohl wir es gar nicht wirklich brauchten. Du bist am Arbeiten, Eisen kommt rein. Oh, wir können einen Lehmmacher machen. Das klingt sehr schön. Dafür brauche ich einen Exporter. Aber brauche ich wieder Eisen. Iron ist 50 im System. Okay. Ich hätte gerne einen Exporter. Dann komm schon. Nicht schon wieder rumspacken. Du rein, du rein, du rein, du rein, du rein, du rein. Export. Ich gucke jetzt aber von Hand. Wenn du das nicht schnell genug machst. Exporter. Braucht das? Braucht das? Wir brauchen einen für das. Oh, und einen für den Fluid Exporter. Okay. Dann brauchen wir zwei davon. Zwei. Dann brauchen wir zwei davon. Dann brauchen wir ein Precision. Dafür brauchen wir einen davon. Und das müssten wir alles vorrätig haben. Okay. Dann bräuchte ich ein Dust. Ein. Habe ich dich? Nein. Klick. Ah, da habe ich dich. Du kannst wieder zurück. So, ein Dust. Reicht mir völlig. Ist alles gut. Du da, du da. So, dann brauchen wir ein. Du bist kein Barrel mehr, da ist aber ein Barrel. Habe ich ihn eingesammelt? Ja, sehr schön. So. Barrel. Flüssigkeiten von den Seiten, richtig? Flüssigkeit Seite. Oh. Wir brauchen noch einen Importer von unten. Das ist nicht ganz so toll. Und warum? Wo ist meine Picke? Da ist meine Picke. So, das heißt, das Ding muss einen Block höher. So, dann kommst du da drauf. Du kommst weg, kommst wieder in mein Inventar. An die Seite kommt der. Oben drauf kommt der. Kabel verbinden das. Da und da und da. Du exportest bitte ebenfalls Dust. Du exportest bitte Wasser. Gefüllt. Sehr schön. Dann kommt hier noch ein Kabel hin und da kommt ein Item Importer hin. Das heißt Import. Ich bin wieder schneller als du. Ich bin schneller als du. Ich bin schneller. Da. Basic Import Bus. Brauche einen davon. Brauche einen davon. Ich freue mich schon später, wenn wir einfach stackweise Importe einfach so herstellen können, ohne irgendwelche Gedanken zu haben, ob genug Ressourcen da sind. Das wird eine schöne Zeit. So, Basic Import Bus. Hier müsste jetzt schon. Ja, Lehmblock, okay. Da. Das heißt, das Ding füllt jetzt durchgehend mit Wasser, haut durchgehend Dust rein, wenn denn mal Dust frei im System ist, und zieht den Klärwerk unten raus. Das heißt, wir dürften damit sehr schnell sehr, sehr, sehr viele Crucibles herstellen können. Was ist mit dir? Bei dir können wir Rezepte machen. Wir können dich aber nicht benutzen, um aus einem Clay-Block kleine Clay-Dinger zu machen. Dafür bräuchten wir einen Rechtsklicker. Beziehungsweise ein Linksklicker.
Und ein Vakuumhopper. Haben wir genug für noch einen Kakuumhopper? Irgendetwas produziert gerade Lag. Ich schieb's mal auf die Ducts. Das könnte sogar gut sein. Okay, ich suche mal einen Vakuumhopper. Lalalalal. Oh. Ob sie den Chest. Nein. Doch, ob sie den Chest, dann rechts. Ah, so. Es fehlt der Hopper, das ist wieder Eisen. Es fehlt eine Kiste. Ernsthaft. Kiste. So. Hopper. Gebaut. Vakuumhopper. Gebaut. Okay, also wir brauchen ein Autonomous Activator. Ein Vakuumhopper. Ein ME-Exporter. Oh, wir brauchen zwei Autonomous Activator. Einen, der das Ding platziert und einen, der es abbaut. Ja, okay. Dafür brauchen wir Diamanten. Haben wir genug Diamanten? Nö. Weil wir keinen Gravel zerschnitzeln. Haben wir genug Redstone? Ja. Wir könnten also theoretisch wieder auf Gravel umstellen. Spricht da noch was gegen? Stone zu Gravel. Wir stellen jetzt einfach alle drei auf Stone zu Gravel um, damit wir noch Gravel im System haben. Tin Ore Gravel, ganz schön viel drin. Ja, ich denke, das machen wir. Also, ich hätte gerne ein Gravel. Also, ich hätte gerne hier. Klick, 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 klick. So, ein Gravel. Du exportierst. Ich brauche gar kein Gravel. Brauche nur einen Cobble. So, das heißt, die füllen sich jetzt alle mit Cobblestone. Die schmeißen alle hinten fleißig ihren Gravel raus. Und du brauchst den Gravel. So. Das müsste sich jetzt recht schnell füllen, weil drei Pulverizer dran arbeiten. Ah. Das ist eine interessante Entwicklung. Die drei Pulverizer schaffen es nur ganz knapp, gegen die ganzen Autonomous Activator anzustinkern. Das heißt, wir haben vorhin nur mit ein Drittel Leistung gearbeitet, weil viel zu langsam Dust reinkam. Okay. Das heißt, mit etwas Glück dürfte die Eisenproduktion jetzt explodieren. Iron. Okay, zwei sieht jetzt nicht so nach Explosion aus. Drei. Okay, es ist keine Explosion, aber es müsste trotzdem schneller gehen als vorher. Krummel. Du da, komm mit. Hoch, rein da, rein da, rein da. Rein da. Haben wir wenigstens jetzt genug Clay im System? Vier. Was? Okay. Das ist eine Menge Clay. Haben wir einen Ausschalt für die Maschine? Nee, aber den könnten wir leicht bekommen. Gib mal noch mal so ein Dark-Kabel. Dark. Da. ME-Dark-Kabel, da. Dark-Kabel, her damit. Das wird jetzt beides über 1 geregelt, das wäre doof. Ich brauche Kabel. Ich brauche noch einen Schalter. Lever. Da. Gib mir gleich ein paar mehr. Ist okay. So. Also, wir setzen den Schalter um. Du bist hier falsch. Du sollst da an die Seite ran. Genau. Was war das? Ha. Also, du bist aus. Du bist an.
Wo setze ich da jetzt das Dark-Kabel hin? Hier? Dark-Kabel. Der muss hier weg. Und da muss der hin. So, das heißt, es wird jetzt kein Clay mehr hergestellt. Es wird aber weiter Wasser eingesaugt. Also mit dem schalte ich Wasser ein und aus, mit dem schalte ich Clay ein und aus. Ich sollte später mal anfangen, die Dinger wieder zu beschriften, obwohl das eigentlich recht offensichtlich sein müsste. Ja. So, jetzt habe ich 56 Clay. Gib mir mal einen Diamanten. Gib mir mal 2 Sticks. Hab da was vor. Gucken, ob es klappt. Jo. Sehr schön. Ich hätte gern Sonnenlicht über mir. Oh, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Schöne Plattform dafür wäre wo? Unser Todesturm. Können wir mal gucken, ob wir so hochkommen. Wir dürfen sogar höher kommen. Also, hoch. Hoch, 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 hoch. Ich weiß, ich wollte dafür eigentlich Maschinen bauen, aber ich finde es jetzt mal ganz lustig, das Ganze mit einer mit einem Diamantschaufelding zu machen. Außerdem haben wir gleich eine schöne Aussicht auf unseren Monster. Der Turm ist oben ausgeleuchtet, oder? Ja. Okay, ich sah mich nur gerade hier oben ankommen, über den Sims hier guckend und dann Pfeil in den Kopf bekommen, runterfallen und sterben. Das wäre ein bisschen doof. So. Ah, schick. Wird langsam. Wenn erstmal alle Plattformen stehen und die Plattformen auch richtige Wände haben, dann haben wir einen richtig tollen Borgwürfel. So, essen wir was. Und dann buddeln wir uns runter. So. Und es geht mit der Schaufel, Gott sei Dank. Lalala. Es dürfte eigentlich nichts daneben gehen. Weil wir hier direkt hier stehen, alles einzusammeln. Und wir nach unten fallen. Nachdem wir es aufgebrochen haben, das Ding. Und das sollte wirklich erst für eine ganze Weile reichen an Crucibles. Also die Clay-Generator-Geschichte unten war eine echt schicke Idee und es ist sehr viel runtergefallen. Das hätte ich nicht gedacht. So. Daraus, zusammen mit ganz viel Bohnenmehl, machen wir jetzt Porzellan. Bone, da. Ein Bohnenmehl, ein Clay. Alles rein. Bam, bam, bam. Bam. So, so. Alles Porzellan-Clay rein. 32 Crucibles. Das ist schön. Hälfte hier rein. Hälfte hier rein. Ein bisschen Kohle verteilen. Also 32 Stück. Ich muss mir unten die Plattform gleich mal angucken. Also unsere neue Energiegewinnungsplattform. Wie viele Crucibles da in einer Reihe stehen werden. Aber 32 klingt echt gut. Eisen. Bitte hier auffüllen. Danke. So, wir wollten Außengang drumrum haben. Hier würde ich sagen, ist die Reihe Lava. Oder später Netherrex. Das heißt, links und rechts kommen die Dinger hin. Fackel? Fackel, Fackel, Fackel. So. Also links und rechts von der Mitte kommen die Dinger hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ist okay. Dann haben wir hier noch genug Platz zum Rumgehen. Also jede Reihe sind 10 Stück. Wir machen gleich erstmal 20 Crucibles. Also wir stellen erstmal 20 auf. Und danach kommt dann hier noch eine Reihe hin. Und auf der anderen Seite dementsprechend auch nochmal so eine Reihe. Ja, sehr, sehr gut. Das dürfte eine ganze Weile reichen, Energiegewinnung. Und wir kommen später darüber eine Schicht mit ganz vielen Magmatic Dynamos. Und die speisen das alle in einen Tesserakt. Und der Tesserakt verteilt Energie. Ach ja, keine Stromprobleme mehr. Das wird schön. Das heißt, wir gehen jetzt in die nächsten Folgen daran. Wir stellen die Crucibles auf. Wir machen erstmal... Nee, wir bauen es gleich mit Netherrack. Wir brauchen jetzt Stone Barrels. Die da. Dafür brauchen wir Smooth Stone und Stone Slabs. Das heißt... Wir hatten hier irgendwo noch so ein... nicht du, wir brauchen den anderen.
Aha, dafür haben wir Wasser ins System geholt. Extruder? Genau, du. Du bekommst jetzt Exporter. Tipp, 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 tipp. Du. Was? Wir haben keine Goldchips mehr. Okay, für die nächsten Folgen. Wir brauchen ganz viele Goldchips. Dann hätte ich gern einen Fluid Exporter und einen normalen Importer. Da stellen wir das hier auf die mittlere Plattform mit unseren ganzen freakischen Maschinen. Und das Ding stellt Smoothstone her. Das muss nur einmal mit Lava befüllt werden und danach durchgehend mit Wasser. Und dann stellt es durchgehend Smoothstone her. Ah, und noch einen normalen Exporter. Also normaler Exporter, Fluid Exporter, normaler Importer. Strom brauchst du nicht, ne? Ne, kein Strom. Okay, und dann haben wir ganz viel Smoothstone. Damit können wir ein Stone Barrel herstellen. Also ja, das ging ja auch wesentlich einfacher. Aber ich wollte ja eh einen Smooth Stone Generator haben für die ganzen Wände. Und das passt ja ganz gut zusammen. So, dann bauen wir ein Stone Barrel. Und mit dem Stone Barrel bauen wir noch eine kleine Freaky Maschine. Und die macht Netherrack. Dazu müssen wir da Lava reinpumpen. Und wieder einen Fluid Exporter. Und einem Item Exporter obendrauf, der Redstone reinschmeißt. Und zwar mal Lava in einem Stone Barrel mit Redstone obendrauf ergibt Netherrack. Also haben wir denn hier unseren Soul Sand Generator daneben irgendwo, wenn es platztechnisch denn noch hinhaut. Mitte müsste ja. Das ist nicht die Mitte übrigens. Also nicht die Mitte total. Hier war irgendwo die Mitte. Ja, es wird eng. Also irgendwo kommt dann noch unser Netherrack-Generator hin. Und sobald der dann läuft, können wir auch hier die Netherracks hinstellen, alle anzünden. Und da die ganzen Crucibles draufstellen. Also es ist in greifbarer Nähe. Endlose Energie. Muahahaha. Ist schon mal in der Nähe. Und dann fehlt echt nur noch endlose Ressourcen. Also endlose Metalle. Und dann können wir nach und nach die ganzen anderen Ressourcen auch hinbekommen. Und dann kann ich anfangen, die ganzen Quests abzuarbeiten. Ja, also es ist krebsig gewesen. Aber ich finde, wir machen gute Schritte. Ich lerne tierisch viel dazu. Und es macht richtig Laune. Vor allem nach und nach alles zu emisieren. Und ja, ich habe gerade völlig den Faden verloren. Ich brauche einen Kaffee. Also bis gleich.